Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Assassin's Creed 3. In der letzten Folge habe ich ja endlich hier meine Assassinen-Kluft bekommen, ne? Geile Sache. Außerdem sind wir als Desmond so ein bisschen in der Gegenwart rumgeklettert und haben irgendwie einen Energiewürfel wieder besorgt. Den haben wir auch gleich eingesetzt. Und gegen Ende der Folge habe ich ja gesagt, hier, ich will mehr Missionen machen, die Story-Missionen. Auf die will ich mich in diesem Let's Play konzentrieren, weil das Spiel einfach lang genug ist. Auch ohne ständig irgendwie, ja, Nebenmissionen sozusagen zu machen, ne? So, ach. Da. Hier drüben ist das die nächste Mission im Grenzland. Können wir mal kurz eine Schnellreise machen. Ah, sieht ja schick aus hier. Mit seinem Cappy. Und im Tomahawk an der Seite. Das Geile ist an dem Tomahawk, warte mal, kann man das hier sehen? Das hat so ein bisschen die Form von so einem Assassinen. Von dem Assassinen-Symbol. Ja, sieht zumindest so aus. Auch vorne auf der Gürtel, da haben wir dieses A. Na, schon geil. So. Nach Grenzland reisen. Logo. So, gleich mal hier Fifi rangepfiffen. Ach, ah, ist aufsetzen. So, wo geht's denn eigentlich hin? Mal gucken. Was ist das hier? Interaktives Gespräch, okay. Hier eine Jagdgesellschaft. Ein Abenteuer. Was ist das? Ach, eine Siedlungsmission. Die werde ich auf jeden Fall machen, ne? Ich weiß ja schon, welche das ist. Aber ansonsten kann man natürlich hier auch erstmal ein bisschen aufklären. Ja, wir machen einfach mal hier, gehen mal in den Aussichtspunkt, machen mal eine Markierung drauf. Und dann werden wir weitersehen. Aber so wie es aussieht, geht die Mission irgendwie in Richtung, ja, Boston. Ach ja, es wurde ja gesagt, stimmt, in der letzten Folge haben wir es ja erfahren, dass die Indianer vertrieben werden von ihrem Land, ne? Und der angebliche Verkauf, der soll in Boston getätigt werden. Und wir sollen dahin und uns mit dem Samuel Adams treffen, um da was dagegen zu tun. Ja. Glücklicherweise gibt es kein Zeitlimit, das heißt, ich kann doch erstmal diesen Aussichtspunkt erklimmen. Da will ich Spuren geben. So, komm. Werden wir los. So, da oben. Eine englische Patrouille. Ah, ich weiß gar nicht, ob die uns entdecken. Eigentlich sind wir ja anonym, so wie das aussieht. Hier ein Händler, ein Fliegender oder ein fahrender Händler. So, da oben ist irgendwo der Aussichtspunkt. Bleiben wir jetzt mal wieder querfeld ein. Ja. So, na, kommst du hier noch vorbei? Sehr schön. Oh, ein Hirsch. Daneben. Na gut. Da drüben ist er. Da oben, hä? Da ist auch eine Adlerfeder. So, können wir mal synchronisieren, wie er sich wagemutig hier auf den Ast stellt. Ja. Ich kann bloß hoffen, dass der nicht morsch ist. Hup. Hallo? So, warte mal.
Wurfpfeil. Kann man hier mal einen Bogen auswählen. Okay. Warte, Pitti. Boah, übel. Mal so richtig ausgeschlachtet. Kann man auch die Zukunft hier lesen. Was? Bist du blöd? Kannst du nicht machen, Mensch. Na gut. Könnt ihr im Himmel weiterkämpfen. So. Im Prinzip wollen wir ja hier in Richtung Boston. Na, dann nehmen wir mal hier den Aussichtsturm. Ich werde jetzt hier bestimmt... Aha. Na gut. Hinweise kann man hier durchsuchen. Da sieht man natürlich dann, wo es eventuell irgendwelche Tiere gibt oder so. Auf der anderen Seite, was soll mir das zeigen? Die Tiere habe ich gerade gesehen. Und zwei davon schon erschlagen. Oder erlegt. So. Was mich darauf bringt, dass ich eigentlich mal die die versteckte Klinge auswähle, weil ich glaube, die ist noch ein bisschen besser, was Tiere erlegen anbelangt. Na? Denn macht weniger Schaden sozusagen im Fell. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob das Fell dann einfach mehr wert ist, sozusagen, wenn ich es verkaufe. Oder ob die Tiere dann einfach mehr Ressourcen sozusagen bringen beim Häuten. Na, das weiß ich nicht. Wenn ich aber sozusagen im Lager in das Fell reingucke. Ah, Wachhunde gibt es hier auch. Ist ja fies. Wenn ich beim Jagen sozusagen ins Fell reingucke, hier im Lager ins Fell reingucke, ja, da... kann ich die Schild machen? Nee. Da gibt es so schön Fleisch. Das ist Steak. Noch interagieren. Oh, ist das nicht süß. So, auch was für die Damen getan. Also nicht, dass ich damals Schafe bezeichnen würde. was wollte ich jetzt eigentlich? Stimmt, ich wollte ein Pferd rufen. Da. So. Schnell wieder den Bogen auswählen. Okay. Achso, was ich sagen wollte, also wie gesagt, wenn man im Lager sozusagen mal nach den Fellen sucht oder so, da wird nie irgendwie eine Qualitätsstufe angezeigt. Und deswegen denke ich eigentlich, dass das... Hoppala. Na gut, ich muss eh hier drüben hin, das ist offensichtlich der Baum. Ja. Also offensichtlich scheint es nicht so zu sein, dass die Felle unterschiedlich wert sind, je nachdem, ob ich das sauber erlegt habe oder nicht. Bei Far Cry 4 hatten sie ja das Schöne. Hä? Ja. Okay, bei Far Cry 4 hatten sie das Schöne, dass man dort quasi... Kann man ja auch jagen oder muss man jagen, wie auch immer. Na? Und wenn man dort das mit einem Messer oder mit einem
mit dem Bogen erledigt, das Vieh, da kriegt man einfach die doppelte Menge Fleisch raus. Oder ja, die doppelte Menge Ressourcen, was auch immer. So, synchronisieren. Mensch, ich bin stolz auf mich. Ich habe nämlich auf der Xbox hatte ich immer echt Probleme mit diesen Bäumen. Ja, weil dort, wo man sich da gerade langhangeln musste, da kam ich irgendwie niemals richtig an. So, das nächste Problem ist, wo ist dieser blöde Heuhaufen? Ja. Achso, okay. Interagieren. So, offensichtlich scheint er unter mir zu sein, der Heuhaufen. Oder? Ich sehe ihn nie. Ich will nicht sterben. Ja. Okay. Au. Und wo war der Heuhaufen nun? Überhaupt in? Das Gebüsch doch wohl nie, oder? Na, was soll's. So, deswegen sind wir ja gar nicht hier. Oh, hier ist eine Kiste. Die können wir eigentlich mal nehmen. Na, einfach ein bisschen Geld machen. Denn wir brauchen das Geld auch. Wir haben ja vor zwei Folgen haben wir ja die erste maritime Mission gestartet. Da haben wir die Aquila. Das geile, fette Schiff sozusagen, was ja angeblich laut der Aussagen des Captains... Neu, wo ist denn das? Das schnellste Schiff zwischen hier und Singapur wäre. Na? Naja, jedenfalls, die haben wir wieder flott gemacht und sind damit auch in See gestochen. Na, wenn ihr das nie gesehen habt, könnt ihr das mal angucken. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Und das Geile ist, dass man die nicht bloß einfach jetzt flott gemacht hat, sondern die kann man immer weiter ausrüsten. Ne? Kann man denen bessere Kanonen verpassen und mehr Rumpfstärke und was weiß ich nicht alles. Und das lohnt sich auch dann wirklich. Mensch, wo geht's denn hier? Geht's hier irgendwo rein? Das muss so unter mir sein. So, hier irgendwo. Nee. So. Hier glitzert's. Ich hör's doch. Mensch, hallo? Lass mich hier mal vorbei. Hoppala. Na, Heu. Sieht trotzdem aus, als wäre das unter mir, oder? 12 Meter, steht's auch. Aber wie komme ich da hin? Komischer Hall, habe ich hier irgendwie drauf teilweise? Hier irgendwo. Nee, hier auch nicht. Dass hier irgendwie eine Höhle ist oder so.
hier reingeht. Das ist zumindest erstmal eine Feder. Ein Räubermittel, sehr schön. Waffenklingen. Artillerie. Ein Rehherz. Beize. Mensch, hier geht's ab. Mokassins. Auch gut, kann man immer gebrauchen. Feuersteine, Schiffsmasten. Und 750 Pfund. Das ist ja geil. Ja. Ja, jetzt können wir noch schnell die... Wenn wir schon mal hier sind, eigentlich wollte ich es ja nicht machen, aber wenn wir schon mal hier sind... Uiuiui. Okay. So, aber jetzt. Da vorne haben wir noch eine Feder, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee, keine Schnellreise. Guck mal hier. Mein Pferd. Nee, dass sich das mal aufregt, hä? Muss ich ja nicht lang. Hier lang. Also. So. Bis zur nächsten großen Kreuzung und dann links. Na, ich habe uns Far Cry 4 hier. Warte mal, bin ich eigentlich hier? Verpasst den Weg. Vermutlich. Far Cry 4 habe ich gerade erwähnt, von wegen, dass man da auch jagen kann. Ja. Das war übrigens ein Kritikpunkt von einigen bei Far Cry 3, da haben sie das ja eingeführt mit dem Jagen, glaube ich. Dass man wirklich jagen gehen muss und dass man Tiere töten und häuten muss, um sozusagen irgendwie, Zeug zu bauen, wie, keine Ahnung, größere Waffengurt und so. Stehen geblieben. Ach komm, habt ihr eh keine Chance gegen mich. So, und tschüss. Und da vorne geht's auch nach Boston. Jo. Das war ein Kritikpunkt. Ich meine, es gibt bestimmt auch friedfertige Leute, die zwar... Menschen abschlachten, weil warum spielen sie sonst, würden sie sonst Far Cry spielen, ne? Aber ansonsten vielleicht Vegetarier sind oder so und eben keine Tiere töten. Na? Soll ja Leute geben, die bei Minecraft sozusagen keine Schafe oder keine Kühe töten. Die sich nur von Brot und Kartoffeln ernähren. So. Interessanterweise waren wir doch nie anonym in, im Grenzland, sondern wir hatten da einen so einen Stern, sozusagen, na, um so im GTA-Slang zu reden. Und dieses Assassinen-Kluft da links unten, links unten, die ist quasi, steht quasi für den, dafür, wenn man sozusagen anonym ist, geht man direkt hier. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da hinten. Okay. Ist noch so eine Almanach-Seite. So. Ab zum Hafen.
So, da sind sie schon, die Grundschiffe. Naja, gut, sitzen wir mal ab. Bist du löst, Brauner? Du findest bestimmt den Weg nach Hause. Okay. Whoop. Hehe. Ohne nass zu werden. Sanktionen und Demonstrationen reichen nicht, Sam. Wir müssen handeln. Und ich rede von mehr als einer scharf formulierten Protestnot. Auf Johnsons Spur. Mission starten. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? So, da vorne fliegt eine Alma noch Seite, aber ich habe jetzt keine Zeit. Endlich gegen das Unrecht erheben, sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone verärgerte. Diese Leute... Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Etwas Hilfe brauchen. So, zack. War das schon alles? Ah! Etwas Hilfe brauchen. Ich werde doch mal hier das Tomahawk nehmen. Endlich Gerechtigkeit! Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken! Bist du wohlauf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Doch ich werde leider erwartet. So. So, ich werde den ganz kurz mal bestechen. Zack. Und Inkognito. Ja, wir sollten ja unter Bekanntheitsgrad 2 sein. Ich war jetzt in der 1, ne? Was weiß ich, was hier noch kommt. Oh, das hier mal zeigen. Ah. Befreiungsmission. Okay. Na gut. Gehen wir erstmal zu Samuel Adams. So.
Nicht das. Patrick bittet alle arbeitsfähigen Männer. Ich habe jetzt geholfen. So. Ah, da vorne ist ein Fahndungsplakat. Können wir abreißen. Und schon sind wir wieder in Cognito. Nett. Eine Truhe. Hier unten sein. Hier vielleicht? Ja. Na, Hundi. Okay. Wo bist du? Da. Na, komm, weiter. Yo. Spirituosen, Hustenmedizin, Steppdecken, edle Möbel. Herrlich. Und vielleicht decke ich nie rein. Ein Bäranhänger. 1250 Ocken. Edle Möbel, ich frage mich gerade, wie die edle Möbel da in dieses Ruhe reingepasst haben. Na? Na gut. So, halt. Da lang. So, ich lasse die jetzt mal sein. Die Steuereintreiber und gehe mir hier zu Samuel Adams. Ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen. Damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Hallo Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, ha? Okay. Da habt ihr es gehört. Mein Timer hat geklingelt. Das bedeutet, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Dann los, Connor. Ja, ja.
Ja, lass mich mal hier, ich gehe mal um die Ecke. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Na? T und Boston, ihr wisst genau, wo das hinführt und so wird es auch sein. Ich weiß nicht, ob das die Mission ist oder eine spätere, aber natürlich werden wir es auch mit der Boston Tea Party zu tun haben. Also, seid gespannt, bis zum nächsten Mal, bye bye. Mensch, da sieht man mal, wie weit eigentlich die Region hier in Assassin's Creed 3 ist. Ne? Das Grenzland ist ja überragend groß. Ne? Eigentlich wollte ich ja Story-Missionen heute machen. Und ich meine, ich habe es ja auch angefangen. Ich habe schon einen Teil davon gemacht, diesen Steuereintreiber da kaputt zu machen und so. Ne? Aber es hat doch einiges Zeit gekostet, da bis dahin zu kommen nach Boston. Ne? Und die Schnellreise zu benutzen, ist ja auch langweilig. Ne? Also ihr wollt ja was sehen von der Landschaft. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, tschüss.